Sie sind hier, 5. November 2018, 16.40 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Hannovers Mike Patrel droht mit einem Kreuzbandriss das vorzeitige Saisonende. Urheberrecht Getty Image. Siops Botschaft für den TSV Hannover Burgdorf. Rückraumspieler Mike Patrel droht mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison auszufallen. Der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss voraussichtlich für den Rest der Saison auf seinen estnischen Nationalspieler Mike Patrel verzichten. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler hat sich am Sonntag im Ligaheimspiel gegen die MT Melsungen 29:36 einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Dies teilte die TSV am Montag mit. Ein Termin für die notwendige Operation ist noch nicht bekannt. Das ist in erster Linie für Mike, aber auch für uns als Verein ein herber Schlag ins Kontor. Wir haben Mike in seiner Zeit bei uns als großen Kämpfer kennengelernt und hoffen, dass er sich auch durch diese für ihn mit Sicherheit sehr schwere Phase durchbeißen wird, sagte der sportliche Leiter der Recken, Sven Sören Christoffersen. Besonders bitter für Patrel, der 2,00 m-Hühne hatte gegen Melsungen sein Comeback nach Überstand einer Rückenverletzung bestritten.